Ja, nicht jetzt, bitte. Das schaue ich mir besser mal an. Ich würde gerne darüber. Weil das Problem ist, ich kann mich da nicht ins Wasser seppen, weil ich aus dem Wasser, glaube ich, nicht mehr auf die Brücke komme. Und auf die Brücke selber kann ich mich auch nicht seppen, weil dann werde ich von diesem lustigen Ding da unten gegrillt. Oh. Tja, ich könnte natürlich einfach alle ausschalten, die hier sind. Irgendwie habe ich das doch schon mal gemacht. Also, klettern wir jetzt einfach mal hier rauf. So. Ah, doch, es geht. So, zack. Da wollte ich rauf. Und da müsste ich eigentlich... Da hinten komme ich nicht rauf. Ich komme dort nicht rauf. Da komme ich hin, aber das bringt mir ja nichts. Da sieht mich ja jeder. Mal kurz gucken. Zeit... ich habe keine Zeit anhalten. Oh, da könnte ich da vielleicht aufrüsten. Kräfte? Zeit verlangsamen. Ja. Einwandfrei. Ich kann die Zeit anhalten. So wird doch das ganz einfach. Ja. Dafür müssen wir das aufladen. Dann... So, da ist der. Und Zeit verlangsamen ist hier. Dann halten wir die Zeit an. Teleportieren uns einmal hier hin. Teleportieren uns dahin. So. Und jetzt sind wir ohne Probleme dahin gekommen, wo wir hin wollten. Da ist mit Sicherheit jemand. Aufgepasst. Ja, ist klar. Hier ist jemand, aber ich habe versucht, es möglichst zu verstecken. So, Dunwall. Zugbrückenscheinwerfer. Hätte ich den vielleicht deaktivieren sollen? Bevor ich hier entlang laufe. Ja, ich glaube schon. Das war natürlich jetzt nicht wirklich klug, da exakt den Zugbrückenscheinwerfer nicht zu deaktivieren. Was glotzt du so blöde? Verschwinde, Idiot! So, da oben ist der Scheinwerfer. Tja, können wir den kaputt schießen? Jetzt mal so ganz brutal gefragt. Armbrustbolzen? Ups, falsche Taste. Nein, bringt nichts. Ja, klassischer Fehler. Ich muss nochmal zurück. Dabei war ich gerade so gut. Jetzt können wir aber auf die Flagge rauf. Jetzt ärgere ich mich ja irgendwie. So, da ist der Scheinwerfer, den wir deaktivieren müssen. Warum habe ich denn den nicht deaktiviert? Na toll, von hier aus komme ich nirgendwo wirklich Sinnvolles hin. Na toll, ich komme da oben hin, das bringt mich ja nicht weiter. Da rutsche ich wieder runter. Ach, Junge, 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 Junge. Ich glaube, ich muss den da betäuben. Ist da sonst noch einer? Nö, keiner, der ihn sieht. So, geh mal kurz schlafen. Ist da jemand? Hexenberg. Ups. Das ist jetzt nicht gerade förderlich gewesen. Kannst dich nicht ewig verstecken. Ich weiß, dass du hier bist. Dit war jetzt nicht so klug. Ist wohl alles in bester Ordnung. Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Jetzt habe ich dich. Keine Munition mehr und ich muss ein klein wenig laden. Das lief jetzt aber total schief. Also echt jetzt mal. Ich wollte doch nur einen betäuben. Ja, zumindest ist er jetzt... Ah,
Ach. Der hat mich gesehen. Ich hab mich schon gewundert. Ja, irgendjemand muss mich ja gesehen haben. Verdammt. Das ist hoffentlich kein Schaden. Was geht's? Jetzt läuft hier alles schief. Also, das muss ich nochmal machen. Ich wollte doch unentdeckt bleiben. Leute. So, wenn der gleich um die Ecke kommt. Zack. Okay, es lässt sich leider nicht anders lösen. Ich muss tatsächlich hier irgendwie alle betäuben, habe ich den Eindruck. Also echt jetzt. Wo ist der andere? Da oben ist der andere. Jetzt laufe ich hier echt mit diesem Kerl über der Schulter durch die Gegend. So. Wofür ist der? Okay. Damit kann ich die Brücke anheben. Warum auch immer. Na gut, ich wollte eigentlich das Licht ausschalten. Wie geht denn das? Muss ich wahrscheinlich, mich irgendwo hoch teleportieren. So, dann wollen wir doch mal einmal kurz hier den Tank rausnehmen und einmal hier den Tank rausnehmen. Ja, dann haben wir die Scheinwerfer deaktiviert. Tatsächlich hier runter. Hep. Ich übersehe hier nichts, oder? Nein. Ich übersehe nichts. Kann mich hier jetzt da hinten hin teleportieren und hier einmal rüber. So, hier rauf. Da hinten hin. Und jetzt können wir endlich weiter nach meiner Doofheit und zur Midrow Substation gehen. Ich musste nur ein paar hundert Mal laden, bevor ich hier unentdeckt durchkam. Oh, ein Artefakt. Eine Rune, sorry. 4 von 5 Runen gefunden. Sonst gibt es... Oh, doch, sonst gibt es hier was. Essen... Ich kann immer nie diese Gesundheitselixiere nehmen. Das ärgert mich jetzt so. Ich muss ein paar Flaschen zerschmeißen. So. Klappe zu. Ja. Schön ein klein wenig Wasser trinken. Ach so, da sind wir reingekommen. Jo. In der Tat, das glaube ich. Ja, glaube ich aber nicht. So. Und jetzt, ich habe schon Leute gesehen, die hier irgendwelche Zeiten angehalten haben und so weiter und so fort. Jetzt gibt es, wobei da hinten sind Ratten, könnte man sich auch in eine von denen verwandeln und durchlaufen. Aber Trick 17... Man kommt auch hier hinten rum. Hier ist nämlich keine Sau. Und dann kann man hier einfach ungesehen über einen mehr oder minder defekten Lüftungskanal. Und jetzt kommt hier das Lustige. Durch dieses Tor kommt man da...
Nein, da oben sind auch Stacheln drauf. So, der da sieht uns hoffentlich nicht. Wenn wir uns jetzt gleich kurz mal dahin teleportieren. So. Jetzt kommt nämlich das zweite Mal, dass ich die Zeitanhalten-Funktion nutze. Ich werde jetzt die Zeit anhalten und werde mich da durchteleportieren. Also Zeit anhalten, kurz mal aufladen und durchteleportieren. So. Und weil ich noch Zeit habe, werde ich hier kurz mal reingucken. Na, von der anderen Seite blockiert. Mann, bin ich faul. Ich hätte auch ruhig klettern können. So, das hier ist nämlich eine, ich sag mal, eine unbenannte, eine nicht gekennzeichnete Nebenmission. Abgesehen davon, dass es hier ein bisschen was zu essen und so weiter gibt, gibt es da unten nämlich eine Dame, die um Hilfe schreit. Keine Gesundheitselixiere mitnehmen. Warum gibt es hier nirgendwo ein bisschen Magie? Immer eine gute Suppe. So. Ich gehe jetzt erstmal nach oben, bevor ich nach unten gehe, weil ich weiß, unten ist eine Frau, die schreit um Hilfe. Hilfe, Hilfe! Weil da nämlich überall Ratten rumlaufen. Hören Sie? Hören Sie? Halten Sie Ratten von mir fern, damit ich raus kann. Ruf zu Sphären Band 1 und Band 2. Auszug aus den ersten Seiten eines fiktionalen Werkes. Nee, lese ich jetzt nicht vor. Ups. Und hier lese ich jetzt auch nicht vor. Ja. Wer sich das durchlesen möchte, kann gerne... Oh, hier, Teil 3. So, ja. Also wer es lesen will, der kann gerne zurückspulen und Pause machen an den entsprechenden Stellen. Aber ich wollte hier eigentlich mal gucken. Aha. Hat sich ja doch gelohnt. Beute. Leiche. Das sind aber hübsche Ringe, die derjenige da hat. So, mehr gibt's hier nicht. Das heißt, wir können jetzt unten der Dame zur Hilfe eilen. Ja, im Schleichmodus. Also, ich hab's nicht eilig hier. So. Ja, die Dame hier ist nämlich in Not, weil die ganzen Ratten da sie daran hindern, hier frei herumzulaufen. Gibt's hier noch irgendwas? Scheinbar nicht. Ich kann aber die Tür von der Barrikade befreien. So, dann kommen wir da auch gleich wieder raus. Gehen wir noch, wo geht's denn hier? Hier geht's runter. Ein Stockwerk tiefer. Und dann dürfen wir ein paar Ratten schlachten. Ups. So. Tyrions Tagebuch. Knochenartefakt. Ein Glück, dass gerade eben der Maushänger mich nicht sonderlich am Spiel behindert hat. Ich muss Synergy mal irgendwie neu einstellen. Ich habe hier nämlich zwei Rechner und die sind mit einer Maus und Tastatur steuerbar. Und Synergy nennt sich das Programm, was dafür sorgt, dass das Ganze, dass man mit einer Maus quasi, wenn man die an den linken Bildschirmrand bewegt oder an den rechten, könnten die Ratten vielleicht mal näher kommen. Hallo, Ratten. Rattis. Habe ich irgendwas an Waffen? Gucken wir mal. Armbrust, Nachtsicht, teleportieren, Pistole, Granate, Sprengmine. Ach, wir könnten ja mal... Wobei, wenn sie jetzt sowieso schon hier sind... Blöde Ratten. Ich wollte mal kurz in Tyrions Tagebuch gucken. 26. Tag, Monat des Windes. Endlich habe ich einen neuen Ort gefunden, an dem ich mich verstecken und lange überleben kann. Wenn ich mich ruhig verhalte. Die Stadtwache hat das Gebäude für verlassen erklärt. Also sollte dieser Keller ein sicherer Platz sein. Das muss ich einfach glauben. 28. Tag. Das ist nicht der aus dem Gebäude da eben, oder? Alles läuft nach Plan. Die Wache patrouilliert in den anliegenden Straßen, aber betritt nie dieses Gebäude. Nahrung ist das einzige Problem, aber ich konnte nachts etwas stehlen.
Zweiter Tag, Monat der Dunkelheit. Noch jemand hat diesen Ort gefunden und will ebenfalls hier hausen. Er hat ein seltsames Knochenamulett und behauptet, dass es ihn vor der Seuche beschützt. Wir werden ja sehen. Vielleicht können wir einander helfen, aber ich verliere den Glauben an die Überlebenschancen. Das klang zu begeistert jetzt vorgelesen. Vierter Tag, Monat der Dunkelheit. Seit seiner Ankunft habe ich schlechte Träume und fühle mich nicht so recht. Es gibt immer mehr Ratten in dem Gebäude. Bald werde ich diesen Schuppen nicht mehr verlassen können, selbst wenn ich es wollte. Ich fange an zu glauben, dass sein Amulett verflucht ist. Genau deswegen nehmen wir das Amulett an uns und gucken mal nach. Wir haben hier nämlich noch einen Platz frei. Defektes Uhrwerk, Granaten. Nö, maximales Mana wurde leicht erhöht. Okay, das wäre vielleicht... Ja, das nehmen wir. Rattenjäger? Nö. Was? Ansonsten ist hier nichts Interessantes dabei. So. Schalten wir mal wieder um auf die Teleportfähigkeit. Her damit. Sind die Ratten weg? Hey, junge Dame. Ratten sind weg. Danke für die Hilfe. Ich dachte, ich wäre sicher. Aber da waren Ratten. So viele Ratten. Das ganze Lagerhaus verseucht. Ich weiß, dass manche Leute nicht an sowas glauben, aber ich schwöre, die Ratten kamen, nachdem ein Mann hier durchgegangen ist und ein Amulett umhergeschwenkt hat. Es sah aus wie aus Knochen. Aber jetzt ist er tot, so wie alle anderen von hier. Ich kann ja auch sagen, das Amulett lag da hinten und ich hab's mitgenommen. Okay, ja, der hier scheint auch tot zu sein. Oh, lecker. Knusprig. Uäh. Ich sag's ja. Ich muss Synergy neu einstellen. Ständig hopst mir die Maus auf die falsche, auf den falschen Bildschirm. Und immer wenn ich nur nach links schwenke. Na ja, gut. Nee, den möchte ich nicht tragen. Oh, schon wieder. Sag mal. Na gut, hoffentlich passiert das nicht, während ich in irgendeiner Actionsequenz bin. Weil es ist schon doch ein klein wenig nervig jetzt. Da ist keiner, oder? Nö. Nein, der guckt uns nicht an. Dann können wir ja jetzt zum nördlichen Ende gehen. Okay, da sind ein paar Ratten. Okay. Ist nur ein bisschen doof, dass da alles beleuchtet ist. Wo kommt man denn da hin? Ich gehe einfach mal hier längs. Apropos, mal das Herz befragen. Da oben ist eine Rune versteckt und da ist ein Knochenartefakt. Das trifft sich ja gut, dass ich das mit dem Knochenartefakt... Hallo? Hä? Merkwürdig. Also irgendwie ist der Pfeil verschwunden, der anzeigt, dass ich da hochklettern kann. Scheint keiner hier zu sein? Nein? Können wir ja mal gucken. Hier muss irgendwo ein Knochenartefakt sein. Oh ja, da hat jemand was verbarrikadiert. Von unten wären wir hier nicht reingekommen. Aber andererseits kommen wir auch nicht nach unten. Hier ist noch mehr verbarrikadiert. Na toll, da liegt es. Das ist ja mal wieder typisch. Komm nicht ran. Sei denn, ich komme von hier aus irgendwie auf den Balkon da. An so einer Stelle wäre es natürlich unpraktisch, wenn die Maus aussetzt.